Jo Freunde, willkommen. Der Patch ist heute rausgekommen. Schauen wir es uns fix an. Und dann machen wir irgendwie direkt gleich zum Anschluss dieses neue Gebäude da, diesen Blödsinn. Prinzipiell muss ich irgendwie schon sagen, ich habe es mir irgendwie so. Ich bin irgendwann so um 6 in der Früh aufgewacht, so randommäßig. Und da konnte man dann irgendwie schon so ein bisschen was sehen. Also, ja, das kennen wir eh. Das schauen wir uns dann eben gleich an. Jo, das kennen wir auch schon. Das kennen wir, sage ich mal, noch nicht. Ja. Was soll ich sagen hier? Irgendwie so. Ich bin zwar nur so ein bisschen drüber geflogen, aber absolute Enttäuschung. Ja, das Interessanteste war wahrscheinlich irgendwie so Kali oder was. Das Lustige ist, ich glaube, jeder von diesen Elementals, alle haben der erste Skill ist bei jedem gleich. Und das Ding ist, bei jedem Second Awakened wird er halt gebufft, ne? Von 20% Chance auf 50%. Und nicht mal das kriegt Kali. Nicht mal das kriegt Kali. Wollt ihr mich verarschen? Auch die Base Stats mit der Second Awakened, das können wir uns auch fix anschauen. Absolut, eine absolute Frechheit. Also, es lohnt, ganz ehrlich, wo ist Kali? 878 Attack, 516 Defense und 102 Speed. Ja, es lohnt sich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ist das Kali? Wo ist das Kali? Wo ist das Kali? Da ist das Kali. 911 Attack von 878 und was 516, ich glaube 516 Defense, ja, ein bisschen mehr, sie kriegt halt ein bisschen mehr HP, ein bisschen mehr Attack und ein bisschen mehr Defense. Ja, aber wen interessiert es, ganz ehrlich, das ist irgendwie so, das macht jetzt irgendwie das Kraut auch nicht fett hier, so. Und ja, sie buffen nicht mal den ersten Skill von ihr, bei allen anderen schon, aber nicht mal irgendwie bei Kali hier, so, what the fuck einfach, ja. Dann auch der zweite Skill von ihr wird nicht gebufft, nicht mal irgendwas, also kriegt überhaupt nichts, bleibt genau gleich. Der erste Skill bleibt gleich, der zweite Skill bleibt gleich. Das einzige, was sich an der Second Awakened bei Kali ändert, ist, dass sie ihr dritter Skill, dass sie zwei Runden statt einer Runde unverwundbar wird. Ja, das war's. Ehrlich, kein Spaß. What? Und warum hier? Irgendwie so Gildis lachen irgendwie schon, ja. In Zukunft baut man irgendwie Kali als Wassertank oder irgendwie so in die Richtung hier. Ich weiß nicht. Vielleicht. Weiß ich nicht. Fehlt mir irgendwas gerade, aber wozu hier? Du verwendest doch Kali eh nicht als Tank oder irgendwas. So wie ich Kali immer verwende, wird halt Kali nie attacked im besten Fall, ja. Weil sie eh so squishy ist und. Ich weiß nicht, ich find's absolut grottig, aber es war ehrlich gesagt, es war zum Erwarten. Also Kali ist ja relativ stark, ja, das haben sie, hat der Comptos selber auch schon gesagt, dass Kali ja stark ist. Aber dass sie nicht mal irgendwie den ersten Skill von ihr, keine Ahnung, dass sie nicht mal den irgendwie von 50er, also von 20er 50% machen, ist doch eh wurscht. Du spielst doch Kali eh nicht wegen dem einen Dot oder irgendwas, aber ja, keine Ahnung. Schauen wir uns hier Wasser an. Ich habe Wasser auch gebaut. Ja, selben, also alle haben denselben Skill mit dem ersten wie Kali. Ja, nur in Zukunft besser als Kali, ne? Mit einer 50% Chance, einen Dot zu landen, der 3 Runden hält. Zweiter Skill von ihr ist dasselbe wie Kali. Bis jetzt. Aber mit der Second Awakened stellt die Angriffsleistung 30% wieder her, wenn der Feind durch diese Fertigkeit besiegt wird. Ja. Ist okay, ne? Hätte man bei Kali auch machen können, oder? Wäre das jetzt. Ist das jetzt irgendwie so overpowered? Ich weiß nicht, aber. Gut. Dritter Skill wird auch gebufft. Setzt den Feind in ein Gefängnis aus Eis. Friert ihn 2 Runden lang ein und absorbiert die Angriffsleistung um 30%. Ja, ich glaube, jetzt ist irgendwie nur ein Einrunden-Stun oder so. Das Ding ist halt. Jetzt wollt ihr natürlich genug Damage machen. Warte, ich habe das da irgendwo. Ja, ist halt einfach im Storage, ne? Weniger Attack als Kali, ne? Jetzt wollt ihr natürlich. Oh, ich weiß gar nicht, was kriegt, was wie viel Attack die dann hat mit Second Awakened. Also, ihr wollt natürlich, dass sie genug Damage macht, um zu killen. Gleichzeitig braucht man jetzt aber auch natürlich wegen ihrem dritten Skill ein bisschen Accuracy. Okay, 867, ne? Das ist weniger als Kalis Space Form, sag ich mal, hat, ne? Also, keine Ahnung, halt. Was macht der jetzt? Also trotzdem, okay,
Auch zwei Runden, also kommt nur wieder der Attack Ball Absorb dazu, ehrlich? Ehrlich? Zwei Runden lang ein und absorbiert die Angriffsleiste. Naja. Haut mich jetzt auch nicht so um hier. Na gut, oha, da sehe ich gerade die Wind. 50%, also 50% drei Runden lang einen Dot. Und betäubt das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Okay, ein Stun auf den ersten. Ist halt die Frage, ob das irgendwie so auf 50% geht mit Skill-Ups. Wäre dann gar nicht so übel. Der zweite Seelenspalter. Durchsticht die Seele des Gegners, stört seine HP-Erholung für zwei Runden und erholt 35% der HP, wenn der Gegner stirbt. Ja, aber das ist ja kein Dings. Kein Defense-Ignore, oder? Heißt der bei Shren nicht irgendwie auch so? Wo ist Shren? Na, tektonischer Schub ist immer der Dings. Also, das ist ja eben kein. Kein Defense-Ignore, was die Kollegin hier hat, ne? Aber immerhin, 966 Attack, ist ziemlich viel, aber. Ja, es ist nach wie vor kein Defense-Ignore, also. Braucht man halt irgendwie Defense Break, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe eh gestern meinen zweiten Vigor gebaut. Ich habe momentan eh keine Energy und so, ne? Also, ja. Dann haben wir halt eben, ja, Licht. Das kennen wir eh schon von, ne? Von den Patch Notes, von den Folgen halt so ungefähr, ne? Ja, Dark, selbes Spiel. Zweiter Skill erholt die HP um 20%, wenn der Angriff als kritischer Treffer landet. Okay. Und ihr Dritter erhöht deine kritische Rate für 3 Runden und greift alle Gegner an. Der Schaden erhöht sich, umso besser der HP-Zustand des Gegners ist und stellt die HP um 20% des zugefügten Schadens wieder her, wenn der Angriff als kritischer Treffer landet. Ja, was soll ich sagen? Hey, keine Ahnung, das hört sich für mich alles irgendwie so. Okay, aber braucht irgendwie keiner so ungefähr. Wird jetzt irgendwie, glaube ich, nicht viel ändern oder irgendwie so, aber. Keine Ahnung, sagt mir, was ihr davon haltet. Ich bin irgendwie ziemlich enttäuscht, muss ich leider sagen. Auch, dass man irgendwie nur ein Monster halt bekommen. Es gibt so viele noch, die absolut crappy momentan sind. Aber hey, man kennt's ja. Ja, was noch wichtig ist hier, dieses Update, Spezial zur zweiten Erweckung. 20 Dimensionsloch Energie. Ne? Das zeige ich euch fix, wo das zum Finden ist. Einfach hier auf Events, auf Spielguide und hier Anleitung, das Ding da ganz oben. Müsst ihr halt. Ja, wenn ihr 20 Energie ausgebt, bekommt ihr 20 Energie zurück, ne? Ich kriege halt hier gerade nur 7, aber es macht ja nichts. Sonst muss ich sagen, ist der Patch jetzt auch nicht so besonders. Also ist. Sonst muss ich sagen, finde ich die Patches immer geil. Ja, hier kann man halt Secret Dungeon, man muss halt keine Leute mehr als Freunde adden. Okay, hätten sie schon mal irgendwie 5 Jahre vorher machen können, ne? So sieht das hier aus, ne? Random Typ fragt dich, ob er halt in deinen Secret Dungeon joinen kann. Ne, warum nicht? Oh. Dafür kriegt man halt, wenn man so nett ist, statt einem Monsterbeschwörung-Dings kriegt man zusätzlich noch 20 Social Points. Ja, Wahnsinn hier. Verbesserung der Arena-Rivalen NPCs. Ja, das Erscheinen und die Anzeigen des Spieldialogs sind jetzt vereinfacht, sodass der Kampf sofort fortgesetzt werden kann, ohne auf den Bildschirm zu tippen. Das gilt für Rivalenkämpfe, die du einmal gewonnen hast. Ja. Okay, das hätte man irgendwie auch schon vor 18 Jahren machen können oder uns einfach so die Crystals geben, weil who cares, zieht mir einen Wing ab, gib mir die Crystals, dankeschön. Völlig unnötig, ja. Neue Formwandlungen, können wir uns hier gleich noch anschauen. Werde ich eh eine kaufen. Ja, irgendwas Autokampf, wenn man halt Monster-Inventar voll ist, who cares. Gildenkampf, Belagerung, das Timing des Abzugs von Energie- und Angriffsversuchen wurde verbessert, um sofort nach dem Laden des Kampfes fortzufahren. Ja, was weiß ich. Gildenkampf, Benutzeroberfläche für die Auswahl, wen interessiert, Verbesserung, 7-Jahre-Shop, wen interessiert. Wer kauft schon Mana hier? Das ist so unnötig hier. Ne? Irgendwelche Fehlerbehebungen, irgendwelche noch mehr Fehlerbehebungen. Dankeschön, das war's. Absolut crappige Patch in meinen Augen, genauso wie crappige Second Awakened, aber bitte. Ja, Beast Riderinnen. Ja, ich weiß nicht, sie schaut irgendwie ein bisschen mega übertrieben aus. Irgendwie so aller, was das so
japanischer, koreanischer, chinesischer, ja, alles dasselbe, so Drache halt irgendwie so mäßig, ne? Ja. Ich werde mir als Vendafix checken nachher einfach, weil ich es kann. Ja, Pinselmeister fand ich irgendwie auch nicht so besonders. Also die Animations, ja. Die, keine Ahnung, benutzt doch eh keiner. Genauso wie die. Ich meine, sieht recht cool aus, aber die Frage ist einfach, warum, ja? Genauso wie die Frage da, warum ist, wie viele, ich meine, wie viele gibt es hier? Wie machen wir das fix? Wo ist irgend so eine Hua, wo ist Hua oder so, wo ist Hua? Hua? Wo bist du hier? Und Männer, wo bist du? Da bist du. Naja. 1, 2, 3, 4. 4 Skins hier für eine fucking Hua hier. Na gut, aber wir checken uns hier Savannah. Einfach weil ich es kann. Ja, sonst irgendwie Beast Rider ist glaube ich irgendwie nicht. Also Marsha. Nein, das ist Christina. Ja. Die Animations fand ich jetzt auch nicht so übertrieben. Meisterin der mystischen Kreaturen. Gut, genug gelabert. Wo ist das Ding hier? Wucher, hey. Komm, das ballern wir einfach daher. Und schauen wir mal, was da abgeht. Komm, ja, beschwör endlich. Lass mich draufklicken. So, also. Dies ist eine Liste der verfügbaren Scheinkämpfe. Du kannst die Kämpfe betreten, ohne Energie zu verbrauchen. Also, wie viele gibt es hier? 20, aha. Bollwerk Molong. Okay. Oha, Second Awakened Kalis und so. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, wer hat mal kommen. Kommen. In Scheinkämpfen wirst du eine Reihe von bestimmten verbündeten Monstern verwenden. Die Monster, die du verwendest, haben voreingestellte Stats und werden nicht von den Arena-Gebäuden oder Leader-Fertigkeiten beeinflusst. Also, jeder hat halt eben dieselbe Voraussetzung, ne? Der Kampfgrad kann durch die Erfüllung der Bedingungen erreicht werden. Wenn du den Grad zum ersten Mal erreichst, erhältst du eine Belohnung. Okay, also wir haben hier Kampfgewinnen, kriegen wir eine Mystical. Innerhalb von 12 Zügen kriegen wir 100.000 Mana. Und innerhalb von 10 Zügen kriegen wir 50 Crystals. Bin gespannt, ob das irgendwie so bleibt. Ja? So, cool ausschauen tut's. Ja. Wir starten hier mit unserer Illusia. Dann würde ich einfach mal sagen. Julie kriegt irgendwie, glaube ich, Turn 2. Und Kona Mia. Na gut, komm, wir sleepen einfach mal hier Julie. In der Hoffnung, dass Kona Mia dann nicht cleanst. So. Was machst du überhaupt? Der zielt auf den Feind, um was, um diesen stark zu schaden. Wenn der Feind getroffen, betäubt oder im Schlaf liegt, wird der Schaden von diesem Angriff um 50% steigen. Okay, können wir Julie one-shotten, ha? Können wir wirklich, okay. So, Nahengrim one-shottet uns auch, der dreckige Bastardo. Defense Ignore, so was macht das Ding? Greift den Feind mit einem blitzschnellen Hieb an, senkt den Angriffsbalken auf 0 und verursacht einen bestechenden Spot. Okay, das heißt, wir sollen Konamiya CC'en. Und dass Konamiya nicht heilen kann und sowas, was macht das Ding? Angriffskraft, okay. Konami hat uns nicht gestunt, wir finishen den Kollegen. So. Scheiße, wir haben glaube ich schon verkackt hier. Das ist schon Turn 9 hier. Scheißdreck hier. Ehrlich? Wow. Hier, das fängt ja gut an, hier. Ja. Turn 17 hier. Nicht schlecht, hä? Sollen wir nochmal probieren? Na gut, komm. Wir sleepen den da. Schauen wir mal, wie viel Damage Julie macht, okay? Nicht so viel. No fuck, ehrlich? Julie hat halt irgendwie so auch so perfekte AI, glaube ich halt.
Na gut, sleep mal dich mal. Und können wir Nahengrim irgendwie finishen hier? Nein, finisht er uns? Ja. Jo, ehrlich hier. Oh, warte, ich hätte glaube ich auf neu versuchen gehen können. Okay, was wenn ich Nahengrim sleep? Ist Julie so... Ach. Wie sie halt auch mit 100% crittet, was ist das für ein Bullshit, hä? Okay, ich hätte wieder neu versuchen können, hä? Na gut. Ja, wir müssen halt einfach... Können wir nicht freezen? Okay, was macht der Ding? Greift den Feind an und betäubt ihn eine Runde lang. Wenn du den Feind betäubt hast, bekommst du eine weitere Runde. Ja, 80% Chance. Okay. Extra Turn. Okay, können wir nicht finishen? Na gut, aber wir können hier Attack Bar reducen und provoken. Dann können wir dich sleepen. Okay, das sollte jetzt nicht mehr... Wieso crittet sie zu 100% hier? Was ein Schwachsinn. So. Kann ich dich finishen hier? Kann ich. Das Ding ist halt der Defense Break, ne? Aber wie lange? Und senkt Verteidigung? Zwei Runden. Okay, jetzt finish mal dich. Ein Scheiß hier. Okay, das kotzt mich irgendwie jetzt schon an. Okay, keine Ahnung. Das fängt ja schon gut an, hä? Schauen wir mal weiter, hä? Vielleicht mache ich ihm wieder noch so ein extra Video einfach, glaube ich, ne? Wie man es halt dann richtig macht. Ja, wir haben hier Briant und zwei Cognos. Ja, wir haben eine Shannon, wir haben einen Theo und wir haben halt noch eine Lucia. Innerhalb von 17 Zügen und innerhalb von 15 Zügen. Ja, das Ding ist halt Briant first, ne? Sowieso. Weil, ja, mit Shannon halt Attack Buff buffen und so, Defense Buff, Briant eben first. Weil er ein Revive hat. Jo, nice. One-shottest du mich direkt, ha? Okay, so, wir cleansen natürlich Shannon. Wir machen Defense Break. Procken in Vio. Schön wär's. So, dann sleepen wir einen so einen Kollegen Theo Finish den. Okay. Ja, keine Ahnung, ob das irgendwie reichen wird. Okay. Können wir dich freezen? Nein. Ja, Theo macht halt mal überhaupt so keinen Schaden hier. So, wir Defense breaken dich. Ja, genau. Und genau das ist das, was mich schon wieder ankotzt, ja? Fucking RNG. Er hat halt jetzt einfach nicht hier einen Defense Break gelandet, ne? Ja, jetzt sind wir schon bei 15 Turns. Oh, okay, wir haben es halt trotzdem. Haben wir ja trotzdem geschafft, hier alle drei zu clearen. Nein, ich will nicht wiederholen, hey, fick dich doch. Das Ding ist ja, Theo Defense Break ist ja keine 100% Chance, ne? Weil Skill-Ups wieder keine haben. Ja. Gut, was haben wir hier? Wir haben einen Armina mit E, nicht mit A. Einen Chandra und eine Fran und halt ja vier Höllenhunde und einen Rogue. Ja, in 13 und in 10 Zügen. Ja, was wird hier sein? Einfach mit Chandra unsere Schlange hacken. Wir machen es mal noch nicht hier. Wir warten auf Frans Attack Bot. So, wir haken hier, warten aber da auch einen dritten, bis wir Attack Buff haben. Ne? Ja, Chandra hat jetzt Attack Buff, macht halt trotzdem 0 Schaden. Aber ja. So, was macht das Ding? Ja, auch nicht viel Schaden. Könnte es ja mal irgendwie critten, Chandra. So, killst du irgendwas? Nein, tut er nicht, aber. Durch den Revenge werden jetzt ein paar halt umfallen. Das heißt, ich würde die Units targeten, die halt am meisten HP haben. Okay, nice. Ja, okay.
dachte irgendwie halt, die kommen halt irgendwie noch ein paar Mal dran und Chandra finisht halt mit dem Revenge. Okay, in 10 Zügen hier. Wie viel hat man gehabt? 15? 13. 10. Okay, die 10. Na gut. So, was haben wir als nächstes? Triple Ikaru. Trickaroo und Double Bellachul hier. Okay, das ist schon ein bisschen interessanter. Innerhalb von 17 Zügen. Ja, wir müssen halt irgendwie die... Okay, schaut mal hier, der linke Bellachul hat weniger Attackbar als der rechte Bellachul. Ja, das freest, glaube ich, ne? Ja, und friert eine Runde ein. Das heißt, wir gehen damit auf Bellachul. Freezen ihn. Wir hätten Muff Provoke, ne? Ja, ich will glaube ich dritten Skill machen für Dots, ne? Und mit Muff Provoke man den. Okay. Ja, okay. Ja, nice. Okay, wir provoken mit Muff nicht. Wir machen Speed Buff. Dann boosten wir mit Bella. Wir müssen sowieso heilen. Und dann kommt hoffentlich Sig dran. Und freeze diesen Bella 2. Oh, scheiße. Okay, das war schon mal Fail. Oh, nice. Erneuter Versuch direkt instant. So, aber das müssen wir, glaube ich, trotzdem so machen. So. Ich glaube schon, dass ich dotten will, oder? Ja, das ist halt keine Chance, irgendwie das Ding ins. Das Barretta das überlebt, oder was? So, provoke den Julius. Dann mach's weg. Okay, wir machen es halt trotzdem hier. Attack Break und so. Oh, das. Okay, das freest auch. Ja, gut zu wissen. Na gut, dann würde ich sagen, ja, gut zu wissen. Freeze mal den da. Das ist natürlich ein bisschen fail jetzt, dass ich das nicht so wusste, aber hey. So. Defense Break dich. Okay, ich glaube, ich muss den Bellachul. Das wird nicht reichen, die Dots, glaube ich. So. Wie viel? Okay, kann das irgendwie finishen? Wir haben leider keine Dots am rechten hier. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt nicht reichen. Wie viel Runden? 17 Runden oder 15 Runden? Komm, finish ihn. Okay, nevermind. Ich habe irgendwie gefailed. Ich will es aber irgendwie trotzdem nochmal probieren. Ja. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Können wir alle stunnen? Ja, können wir. Das ist natürlich dann mega nice, glaube ich. Das ist ziemlich einfach dann. Wenn man halt so provoke den Bella 2. Defense Break den. Damage auf den. Ja, passt schon hier. Ja. Attack Bar Reset will ich eigentlich gerade nicht. So, dann machen wir Damage auf den Bellachul. Okay, dort haben wir gelandet. Wir machen weiter Damage auf den. Ich glaube, es fallen irgendwie alle um. Bis auf den Bella und vielleicht den Trickaroo da rechts. Okay, so was. Haben wir da drei Dots, ne? Oh, scheiße, unser. Ach, das ist natürlich Bullshit, dass unser Dings jetzt gestorben ist. Wie heißt er? Ja, okay. Aber schnell, ja, ist das eh wurscht. Hier spielt's halt. Obwohl ich glaube, dass das irgendwie die bessere Wahl ist, nicht so wie ich es gemacht habe hier. Gut, was haben wir da? Einen Kyubi, eine Katarina, einen Theo und einen Groggen. Und innerhalb von 12 Turns. Okay, das ist jetzt irgendwie interessant. Wir haben einen
Second Awakened Ash hier, wenn du einen Vampire führst, hast du. Nein, einen Lucian, okay. Okay, Attack Bars. Ja, unser Lucian halt natürlich am langsamsten. So, was macht das Ding? Ja, das weiß ich. Okay, Abklingzeit-Dingens. Wenn dein HP-Status höher ist als der des Gegners, fügt dein Angriff zusätzlichen Schaden zu, der proportional zu deiner Max-HP ist, und erhöht die Abklingzeit der Fertigkeit des Ziels um jeweils eine Runde. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, was macht das Ding? Angriffsbalken. Okay, so alle Schultern, ne? Das heißt, ich würde sagen, wir gehen damit einfach auf QB, weil wir nicht wollen, dass der bufft. Ja, wir sollten Katarina irgendwie überleben. Gut, dann buffen wir natürlich mit ihm Attack Bar. Logisch, Attack Buff, nicht Attack Bar. Kriegen dann einen extra Turn und machen hier Beneficial Block und buffen alles, was geht. Dass unser Lucian überlebt, ja, habe ich eh gewusst, dass genau das passiert, dass nämlich Theon den Bastardo bufft, ne? So, und dann sollte irgendwie alles umfallen, wenn das nicht so ein crappiger Lucian wäre. Ja, dann target mal weiter Theon, der kann nämlich reviven. Gott, wir machen ja absolut null Damage, hä? So, ich... Scheiße, hä? Okay, jetzt hat er nämlich voll jetzt hat er unser Dings verkackt, nämlich. Jetzt können wir ihn nicht killen. Okay, in 14 Runden. Wir brauchen aber 12 Runden. Machen wir es nochmal. Okay. Pass auf. Machen wir, heben uns den zweiten Skill auf, ja. Komm, zwei Hits auf Lucian, ha? Ich warte nur darauf, dass er irgendwann mal drei Hits auf Lucian macht. So. Ja, wir machen das Shield wieder. Okay, weil, na, das überleben wir nicht. Was ist gerade passiert? Hat QB unseren... Ja, das ist ja so broken, hey. Das ist ja nicht mal. Das ist so gescriptet, hey, dass fucking QB den Drecks Vampire Lord attackt und an der Attack Bar Reduce macht, ne? Na gut, das heißt, wir müssen ihn stunnen. Dann machen wir dem den Blödsinn. Und selbes Spiel wie gerade. Ja. Hilft mir das? Probieren wir mal irgendwie Damage zu machen. Und mal, ob wir irgendwie den überleben. Nein, tun wir nicht. Na gut. Natürlich ein Klassiker. Also gut, also gut, also gut. Nochmal so. Ja, ja. Dann den und dich blocken. Dann bauen wir halt eben das Shield, ne? Weil jetzt dem T und den Dingens bufft. Ja, jetzt hat er nur was, jetzt hat er nur zweiten Skill gemacht, oder? Komisch irgendwie, ja. Na gut. Wir machen wieder unser Amp, macht halt absolut keinen Schaden. Dann attackt man jetzt QB. Hast du irgendwie... Theon revived halt jetzt. Theon revived Katarina, okay. Ja, das macht halt nicht genug Schaden, ne? Ja, und jetzt sind wir halt schon wieder über 12 Runden. Keine Ahnung. Machen wir irgendwie später mal oder so. So, nächste Stufe. Oh Gott,
Rina, Kaemon, Shannon und dieser Julian, oder wie heißt es? Ja. Mit Megan, Twins und du. Die hat er, glaube ich, so. Schauen wir mal gleich. Mit der müssen wir halt auf jeden Fall spielen. So, Kaemon first. Okay, mit Megan auf jeden Fall buffen. So, greift alle Feinde an um die Zeit. Der vorteilhaften Effekten, die ihnen gewährt werden, um jeweils eine Runde zu verkürzen. Wenn der Feind keine positiven Effekte hat, verhindert er, dass der Feind zwei Runden lang vorteilhafte Effekte. Okay. Das heißt, das ist halt ganz wichtig. Okay, so wie es aussieht, kommt Shannon als nächstes dran. Ja, was fokussen wir denn hier? Keine Ahnung, gehen wir mal irgendwie auf dich. Okay, Shannon wird halt, glaube ich, interessant, ne? So, lass mal irgendwie stunnen, ha? Können wir das irgendwie wegmachen? Resisted. So, was macht das Ding? Entfernt alle schädlichen Effekte der Verbündeten und transferiert sie zum Feind. Wenn die Verbündeten keine schädlichen Effekte besitzen, werden die HP aller Verbündeten 20%. Ja. Lohnt aber irgendwie nicht, hä? So, jetzt fokussen wir mal Rina. Dann fokussen wir Kaemon. Ja, dann wäre es halt wild gewesen, wenn wir critten könnten. Wenn Megan ihren Scheiß gelandet hätte, glaube ich, ha? Huh? Jetzt haben wir 13 Runden und ich glaube, wir brauchen 12, ne? 11. Na gut, nochmal. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auch auf jeden Fall. Shannon kommt so oder so dran. Na gut, wir finishen dich mal nochmal. Und machen sowas. Defense Break of Shannon. So, komm. Ja, komm, wird das immer resisted oder was? Ist das so? Können wir nicht. Ja, es reicht nicht so, ne? Okay, da sind wir halt schon wieder über die Züge drüber. Na gut, probieren wir es. Ja. Geht das überhaupt nicht, dass es... Ist einfach nur lucky oder bin ich unlucky? Geht nicht, hä? Jedes Mal, okay, also... Ja. Was soll man denn machen hier? Können wir nicht killen? Okay. Okay, keine Ahnung. Ich will mich damit jetzt nicht irgendwie ewig. Kein Schild erlaubt. Ewig aufhalten. Was haben wir da? So eine Dark. Lascher und Rama Gott, okay, mit Lauren Bond Nina, 11 Züge. Okay, so, du gehst mal auf dich. Ja, ist natürlich geil, dass Lauren als letztes drankommt, so, ne? Lass dich mal reducen. So, du finished hoffentlich. Yep. Okay, 11 Züge wird schon mal nix hier. Ja?
Okay. Na gut, pass auf. Das war natürlich Bullshit, wirklich wegen Lauren halt, ne? Aber hier. So, wir machen mal sowas. Dots auf dich und so. Dann machst du Defense Break. So, wie viel Damage machst du an der? Corona. Nicht genug. Okay. Oh, was ist denn das für ein Scheiß hier? Ja. Sehr gut hier. Irgendwie nervt mich das Ganze jetzt schon. So, was haben wir denn dann als nächstes? Oh Gott hier. Pisama, eine Triana, eine Ayuno und diesen Camules. Innerhalb von 9 Zügen hier. Soft hier. Okay, du hast so. Greift deinen Gegner an, senkt seine Verteidigung und Angriffskraft für 2 Runden. Und entzieht hilfreiche Effekte. Ja, irgendwie müssen wir halt auf die Triana, oder sollen wir uns das auch? Na, ich glaube, wir müssen uns das aufheben, dieser Camules oder wie er heißt. Wir machen mal sowas. Weil der hat nämlich ja höchste Attack-Bar dann. So, was macht der Blödsinn? Attackiert und betäubt den Feind für eine Runde und setzt seine Skill-Abwinkzeit auf das Maximum zurück. Okay. Laut Attack Pass würde ich sagen, kommt irgendwie so ein Juno dann als letztes dran. So, der. Der dritte, den machen wir auch bei Juno. Na, scheiße. Hätte ich das gerade auf. Hätte ich vielleicht auf Triana machen sollen, ne? Den. Okay. Na gut, nochmal. So. Reduce dich, hä? Ja, du machst den Blödsinn, das interessiert uns dabei nicht. Dann. Nein, bin ich ein Idiot hier? Ja. Triana resetten. Ich will Triana resetten. So, Triana resetten. Defense Breaks. Was killen wir dann? Pisano oder den Kakayuno, hm? Andererseits, ich muss ja. Kann er den zweiten? Okay, das killt, der kann nicht wiederbelebt werden. Ah, scheiße, jetzt haben wir Dings, ne? Jetzt hat er uns hier Cooldown. Increased. Ich dachte, klaust du nicht? Verteidigung, Angriffskraft für 2 Runden mit einer 75% Chance und entzieht einen hilfreichen Effekt. Hat er gerade irgendwie nicht gemacht, ha? Okay, neuer Plan. So. Muss ich den scheiß Camus killen hier? Feuer zwei magische Pfeile ab. Na gut, keine Ahnung. Wir killen jetzt mal den Fairy King. So ein extra Turn kriegen wir ja nicht, ne? Stirbst du am Dot vielleicht, oder? Kann das irgendwie sein?
Eigentlich will ich das machen, ne? Okay, ich glaube, kann am Dodge sterben, ich weiß gar nicht. Ich glaube irgendwie schon, oder? Oh, entfernt einen Vorteileffekt. Oh, interessiert mich nicht. Okay, scheiße. So. Du killst mal den, ha? Huh? Aber das Ding ist, die Triana wird zu lange überleben. Die Triana hat halt kein Death Break. So, du stirbst jetzt mal. Du stirbst. Oh Mann, hey. Null Damage. Ja. Und damit haben wir schon wieder 17.000 Turns hier. Ach Gott, ich weiß nicht, ob mich das irgendwie motiviert, ob ich das wirklich... Wahrscheinlich schaue ich mir auch einen YouTube-Guide nachher an und mache es halt einfach so dann hier. So, wo sind wir? Gott, 20 Stages hier. Wie lange dauert das Scheiß schon? Oh mein Gott. Also Praha, Tanja, Chloe und Vigor. Oh Mann, ey. 16 Züge. Na gut. Oh, leck mich doch, ey. Ja, wir klauen hier Immunity. Toll! Greift das gegnerische Ziel dreimal an, wobei der erste Angriff die vorteilhaften Effekte entfernt, der zweite die Verteidigung. Ja. Gehen wir mal auf Vigor, ha? Huh? Okay. Das greift den Gegner mit einem Pfeil an, der nicht entfernt werden kann. Okay. Ja, ich kill da trotzdem jetzt einfach mal Vigor. Oder auch nicht. Oh Gott. Ja, hätte man nicht Dings haben können hier, Attack Buff. Wir machen halt auch 0 Schaden, critten ja auch nicht und nix, ne? Oh Mann, ey. Irgendwie macht das jetzt schon keinen Spaß mehr, ganz ehrlich. Scheiß auf die Belohnungen oder irgendwas, ne? Soll nicht quitten, ne? So, finish. Okay, sollte am Dodge sterben. 19 Turns. 16, glaube ich, hätte man gebraucht, ne? 16, 23, ja. Ach Gott, ey. Ich habe irgendwie jetzt schon keine Lust mehr, ganz ehrlich. So, wir haben hier Rika, Beth und Tatu. Okay, wir müssen da irgendwie... Ja, Rika macht ihre Dots und Tatu exploded, ne? Na, schauen wir mal. Gucken wir mal. Okay, so. Achso, wir können eh cleansen, ne? Mit Aerialist. Und... Ja. Okay, du finished. Dann machen wir hier sowas. Okay, wir wurden gerade nicht gestunt hier. Ja, ist okay. So, El Sharion Defense Break. Finish. Natürlich nicht. Wie viele Runden haben wir?
13, ne? Ja, was können wir da großartig anders machen, ne? Gehen wir mal in Rika, ha? Huh? So, ja, wir killen Rika. So, ihr finisht die dann. So, Sharion geht auf dich. Finish, okay. Jetzt kommt wieder Scheiß. Okay, zählt das jetzt? Okay, ich glaube schon, ne? Okay. Ja, nice. Nice. Was haben wir da? Wusa, Velachul, Galleon, Randy. 21 Züge. Hey, und ich hab absolut keine Ahnung, was irgendeines von diesen Kackmonstern macht. Scheiße. So. Oh, natürlich. Okay. Randy first. So, du kannst nämlich sleepen, glaube ich. Ne? Was haben wir da? Greift alle Gegner an. Lässt sie für eine Runde schlafen. Das wird ein Schild auf allen Verbündeten. Okay, und da war dasselbe, ne? Lässt alle Gegner mit einer Chance von 50%. Na, wir machen, glaube ich, erstmal den da. So. Achso, das ist hier Helena, oder wie sie heißt. Sie hat Defense, Break und Branding. Okay. Was macht das Ding? Attackiert, ohne den im Schlafzustand befindlichen Feind aufzuwecken. Greift alle Feinde an und fügt proportional zur Angriffsgeschwindigkeit. Heal-Block, wenn der Feind sich im Schlaf befindet, verursacht dieser Angriff 50% mehr Schaden. Ja, interessant, ne? Attackiert. Okay. So. 5-mal zufällige Ziele an und setzt den Feind, der nicht im Schlaf befindet, eine Runde lang. Okay, machen wir das jetzt einfach mal. Hat genau 0 gebracht. So, aber noch eine Runde Sleep. So, ist dann. Ja, keine Ahnung, es sleept irgendwie nix hier. Ja, machen halt einfach so 0 Damage hier. Au. So, finish Wusa. Oh Gott, der stirbt ja am Dot, ich glaube irgendwie schon, ha? So, mach irgendwie Sleep. Sleep. Okay, AOE Sleep. Warte, irgendwas davon Stun. Stun? Okay. Naja, 16 Turns haben wir irgendwie schon wieder. Hier ist viel zu viel. Ja, machst du Damage, machst du. Bin ich Velachul. Okay, das. 22, okay, doch 22, wie viel hat man? 23 und 21, ein Turn zu viel. Naja, ist auf jeden Fall machbar. Okay, was haben wir? Gott, hey. Help us! Okay. In 22 Turns. Na gut, hey. Bist du verrückt. So. Ja, das ist natürlich asozial. Ich würde sagen, wir machen mal Defense Break auf Lukas. Dann. Machen wir sowas. Dann hat Helfers nur noch eine Runde. Was war jetzt hier? Oh ja, passt eh, dann helfen wir uns eine Runde, okay.
Das müssen wir uns aufheben. Für Helpers. Okay, nicht viel passiert. Oder? Dann mache ich einen fetten Nuke, ne? Okay. Defense Break auf dich. Kein Defense Break auf dich. Oh. Okay, wie viel macht dieser. Oh Gott, ehrlich. Okay, das ist irgendwie spannend. Okay, das wird überhaupt nichts so. Die moved first. So, Angespalten reduce. Sehr gut. Machen wir den da. Gut, das sollte jetzt mehr Damage auf Lukas machen. Okay, irgendwie müssen wir dann schauen, dass man diesen Kack-Helfer, dass er kein Shield kriegt halt, ne? So. Ah, Scheiße. So, Death Break auf dich, Reduce Attack Bar. Beneficial Blocks. So. Dann schauen wir mal, ob wir den irgendwie killen können hier. So. Damage, Panda macht Panda Supremacy. Hey, da bist du ein Mongo-Scheiß Panda, machst halt null Damage. Okay. Vielleicht sollten wir uns den auch irgendwie aufheben, den dritten von unserer Feuer Dryad oder so. So, du fallst aber um jetzt. Geh komm, Alter, das ist doch scheiße, hey. Na gut. So. Schon wieder Death Break hier. Okay, Clans. Tech Bar Reduce. Okay, das finished. Okay, es hat nicht das Ding ins gepoppt. Okay. Ja, aber das Ding ist einfach eben so rundenmäßig kommen wir gerade überhaupt nicht zusammen, hä? Oder? Okay.
Okay, Kill. Das sollte killen, weil viele Debuffs oben sind. So, wo sind wir jetzt? Sehr, oh mein Gott, T1 Sternchen. 25 und 22. Okay. Jesus, ja. Okay, oh mein Gott, das ist ja auch so eine. Oh, eigentlich habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Ich habe eigentlich übertriebenst Hunger, hey. Noch nichts gegessen heute. Das ist schon 5 Uhr am Nachmittag, hey. So, Booster, Tetras, Chemis und Hulls weg. In 11 Turns. Ja. Das war eh klar, das Boostert. Okay, aber wir haben ja halt Strip, ne? Strip into extra turn, attack buff. So. Tetra. Wir müssen Tetra, glaube ich. Tetra müssen wir, glaube ich, so killen. Auf normale Art und Weise. Ja, schauen wir mal. Geh mal auf Tetra, weil ich glaube irgendwie Tetra. Da detoniert die Bombe nicht, okay. So. Oder detoniert bei Tetra die Bombe? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das. Okay, warte. Kannst du nicht critten? Na. Okay, wir sind eh schon drüber. Ja, Tetra müssen wir irgendwie auf normale Dinge irgendwie killen. Okay. So, weg damit, dann kriegen wir einen extra Turn, Button, Attack. Na, ich glaube, das passt schon so, ne? Ouch. You. Na komm, das Tetra killen, ha? Huh? Hat dann auch keinen Schaden. So, unsere Peng ist weg. Ja, wie killen wir Cammy hier? Achso. Aber das Ding ist. Reicht der Damage? Eine Runde halt, ne? Wie können wir das machen hier? Nach dem mehr Schaden hier können wir dich. Na, auch nicht sehen. Das ist halt nervig. Damage. Nach der mehr Schaden? Ja, und jetzt kommt halt aber Wusser. Der scheiß Wusser kommt halt nicht dran. Na gut, das. Ja. Keine Ahnung hier. Irgendwie ein Turn halt. So. Ich habe auch irgendwie überhaupt keine Motivation, das irgendwie alles auf 3 Sterne zu machen hier. Keine Ahnung hier. Ich meine, die Mystical ist ja okay, aber der Rest drauf geschissen hier. So, Josephine, Monkey, Double Ifrits, ha? Huh? So, was machst du? Defense Break. Auf wen machen wir Defense Break? Auf dich, hä? Huh?
So, Juno kommt dran, strippt den ganzen Blödsinn. Ob dieser Dings. Warte. Machen wir mal sowas hier. Okay. Und du? Du killst Varamos, hoffe ich mal. Ach komm hier. Ja, das ist ja Bullshit hier. Macht halt null Damage hier. Okay, vielleicht hätte ich den machen sollen, ha? Huh? Resisted. Probieren wir nochmal, ja? Also. Death Breaks, dann. Josephine Shield, ja. Chuck, weg damit. Na gut, wir killen Varamos, keine Ahnung. So, Juno macht Damage an Maki. Defense Break. Oh, schon wieder ready den Scheiß? What? Ah, oh, was eine Dreckstage hier. Oh mein Gott, hey, ich hab grad überhaupt keinen Bock. Ja, das Ding. Ist das Ding immer ready oder was? Fick dich doch, hä? Nervig hier, aber wurscht. Ball um. Wie viele Turns haben wir überhaupt hier? Ich hab's schon wieder vergessen. Was haben wir da? Okay, war eh klar. 15 und 13 und ich habe gerade 24 gebraucht. So. Oha. Second Awakened Kalis. So, okay, Kali moved first. Kali wird eh nicht detect. Ja. Ich denke schon, dass ich mal backen will, ne? Oh. So, ja. Das Ding ist halt... Kannst du den killen? So, jetzt hat. Pass auf, jetzt nuke mal den. Oh mein Gott! Gebitte, was wissen. Was macht doch Schaden, hey? Das ist doch Schwachsinn, hey? Meine Fresse. Pass auf, wie viel Damage machst du? Hey, na komm, hey, was ist denn das, hey? Gebitte, das ist doch voll. Geht das? Na, scheiße. Wie viele Turns haben wir schon wieder hier? Keine Ahnung. So, finish dich. Wow.
schlecht, hä? Oh mein Gott, wenn wir halt irgendwie Schaden machen würden. Ja, 19 Turns und wir bräuchten 15 und 17, hä? Egal. Ich schaue jetzt, dass ich da durchkomme. Jetzt sammeln wir den Blödsinn 17 und 19. Oh, so. Was machen wir da? Ist halt natürlich so unfair von ihr, ne? Halt so, Colleen kommt halt als letztes dran. Hab kommt gar nicht dran. Nice. Oh scheiße, Vorteil auf die Effekte blockiert. What? Oh mein Gott, jede normale Stella wird den killen. Das ist doch. Leck mich doch, ey. Du mich auch. Kann das nochmal machen. So. Ja, es ist halt genau so, dass man halt eben nicht killt, ne? Bastard, ey. So. Du finishst. Seriously, hä? Scheiß Marv überlebt halt nicht mal einen Hit. So. Break. Na, es wird aber wieder nicht reichen. Ja. Überlebt Muff, wenn man kein Justice frisst, hä? Huh? Schauen wir mal, ob wir wirklich damit critten. Achso, scheiße, Stella kriegt ja wieder kein. Ja. Oh. Okay, wir entfernen den Beneficial Block. Das heißt, wir können jetzt sowas machen. So. Das sollte jetzt Leica killen. Tut es. Das heißt, wir werden den dritten geresettet. Machen wir den Blödsinn nochmal, dass wir mal Crit Rate Buff haben. Broke dich, Attack Break dich, Finish dich. Ja. Okay, jetzt können wir dich aber mit 17 Zügen geht es sich wieder nicht aus, ne? Ja, das reicht halt jetzt nicht. Jupp. Okay. Leck mich! So, was haben wir da hier? Ja, es war eh klar, dass du zuerst movest, ne? Das heißt, die haben Defense Buff. Okay, willst du? Der will sicher, dass wir mit Raccoonie unseren Tag buffen, dass wir Defense Buff machen können, ne? Ich glaube schon, dass er das möchte.
Strip Defense. Was? Ja. Er crittet mich für 70k. Wir machen. Okay, der hat gerade irgendwie Gemini verkackt, oder? Kann das sein? Und unser Kopper macht 18k Defense Ignore. Ja, das Ding ist halt. Ich glaube schon, oder? Was soll der Mist, hm? Ja, jetzt. Hat sie Copper gestrippt? Was ist das für ein Scheiß? Was ist denn mal, du Judas? Okay, wenn ich ihn jetzt mal nicht buffen lasse, hm? Jetzt gehen wir auf Retash. Das macht er sich. Okay, dann auch gefinished jetzt. Ja. So. Will ich Copper button, dass er Defense Break macht? Huh? Killt sogar. Okay. Das Ding ist halt, du weißt halt überhaupt nicht, wie viel Schaden die machen oder irgendwas. Zum Bullshit, hä? Antwort 0 halt, ne? Antwort 0 Schaden. Strip. Buff. Kill. Oh mein Gott, nein. Ich hab dritten Skill ready. Scheiße, aber es sind, glaube ich, eh 17. Nein, fuck! Ich hätte es gehabt, sehe ich, Idiot. Awesome. So, kill Retesh. Dann. Ich weiß nicht, ob die Olivia irgendwie mehr Damage frisst als der Kopf, weil da frisst du überhaupt keinen Schaden, ne? Resisted. Was soll der Scheiß? Wie viel Damage machst du? Okay. Jetzt finish mal den und dann mit dem nächsten Zug. Geh! Was? Was fallst du nicht um hier, Judas? So lächerlich der Damage, ne? Okay, aber weit. Ja, leck mich im Sack hier. Kein Bock auf den Scheiß. Ich schwör, das regt mich jetzt schon auf, das Ding hier. So. Arnold, Rena, Wind Panda und Demon. Ja, ganz wild kritische Rate und so. Gott, wie machen wir die Stage da wieder hier?
Soll ich vielleicht mit Bollwerk auf Wiener gehen, dass er das Ding klaut? Schafft er das? So, hier mal hoch. Bauen halt Reckless für Rina, glaube ich, ne? Ja. Ich hätte gerade buffen sollen. So, können wir irgendwas Shield breaken? Nein. Super. Kann Molon finishen? Okay. In 30 Turns. Na Wahnsinn. Wie viel? 21 und 19. Ja, da waren wir ja. Ja. So, vorletzte Stage. Naja, Skogel first. So. Oblivion of. What I am? Jetzt weiß ich wieder nicht hier. One-shotted unser. Ja! Der Motherfucker macht natürlich Attack Break auf dich, ne? Und der macht halt null Schaden. Null Schaden. Ja, nice. Oh mein Gott, was ist denn das für eine. Können wir nicht one-shotten? Ist so lächerlich, der macht der. Ich meine, komm, der macht. Wie viel hat der scheiß Arman gerade geheilt? Geleck mich doch, ey, das ist. Ja, aber du mich auch, ey. Die machen halt keinen Schaden. What the, was ist das für eine Dreckstage, bitte? Ja, jetzt haben wir resisted. Was ist denn das für ein Scheiß, hey? Das ist schon wieder RNG-abhängig, oder was? Gebitte, komm hier. Resistest du, verlierst du. Oder resistest du, verlierst du. Ne. Resistest du, verlierst du nicht. Ach, Stun. Na, lächerlich. Na gut. Oh, komm hier. Was haben wir da? 19 Züge. So, die letzte. Recount Double Grimms. Und wir haben Tattoo, das heißt,
Die wollen wahrscheinlich, dass wir uns, dass wir gedottet werden. Jawohl, dotte mich zu. Und dann mit unserer. So, was machst denn du jetzt hier? Okay, das müssen wir gleich eh machen. Oder? Keine Ahnung. Okay, 101. Sollte man gewinnen, oder? Damage. So, wir haben unsere Honigbienen zurück. Und wenn Rika dann kommt, geht es jetzt wieder ums Arsch. What? 9, 7. Oh mein Gott, wie schlecht bin ich. Ja, wunderbar hier. Dann wären wir durch mit dem Scheiß. Ich weiß nicht. Komm, Odin. ich weiß nicht. Das ist. Ist jetzt irgendwie ehrlich gesagt mehr nervig, als was irgendwie Spaß macht, muss ich ehrlich zugeben. Also. Wahrscheinlich, ja, irgendeine arme Seele wird sich's halt antun, ne? Das Ganze recorden. Auf jedes Mal 3 Stars und ja, der Rest wird es halt einfach so nachspielen, halt YouTube-Videos und GG, ne? Falls überhaupt, ich meine, keine Ahnung hier. Mich haut jetzt irgendwie nicht so um, also muss ich ehrlich zugeben, keine Ahnung. Ziemlich nerviger Content, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade so. Und die Rewards sind jetzt auch nicht so wild, ich meine. Ja, aber gut, so, genug hier. Stunde 22, den ganzen Scheiß hier, Wahnsinn. Dauert wieder ewig, bis der Dreck gerendert ist, aber egal. Ich hoffe, ihr schaut euch das trotzdem irgendwie bis zum Schluss an. Schreibt mir was irgendwie, was ihr davon haltet und ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.